Ja, hallo, ich bin der Andreas Matern und freue mich, dass ihr zu mir gekommen seid. Das ist ja auch nicht so ein ganz kurzer Weg. Also, Dankeschön. Ansonsten, ich bin Aquarellmaler hier aus Berlin und beschäftige mich halt hauptsächlich mit dem Aquarell und zusätzlich auch mit der Druckgrafik. Ich nenne das immer beides gerne in der Malerei die Königsdisziplin, wenn wir jetzt mal rein technisch bleiben, und in der Druckgrafik auch. Also, das sind die beiden Medien, mit denen ich mich beschäftige. Das Aquarell als Hauptthema und natürlich auch das Papier als Hauptthema. Weil Aquarelle malt man in der Regel auf Papier und die Radierung mache ich dort auch. Ja, warum male ich nur Aquarell? Ja, das kann man sagen. Ich habe mal ein paar Ausflüge gemacht, die nicht schlecht waren. Es gibt Leute, die sagen, mal ruhig immer wieder auch Leinwände. Ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen und habe gesagt, da ich vielleicht wieder erwarten, ein doch disziplinierter werden spinne, habe ich gesagt, ich möchte beim Aquarell bleiben, weil es für mich da auch noch genug Entwicklungsmöglichkeiten und vor allen Dingen auch Entdeckungsmöglichkeiten gibt, was ja immer wieder ganz wichtig ist. Das Schlimmste, glaube ich, ist zu sagen, man ist fertig mit dem Malen, also und mit dem, was man gelernt hat. Und das Aquarell bietet aufgrund dieses Mediums Wasser noch genug Möglichkeiten, immer wieder über den Zufall auch neue Facetten zu entdecken, neue Ausdrucksmöglichkeiten. Und das versuche ich so weit wie möglich auszunutzen. Und der Grund, warum ich immer weiter male, ist der, ich glaube, ich werde die nächsten 20, 30 Jahre damit zubringen, diese Arbeiten, mich da weiter zu verwirklichen und zu entwickeln. Und wenn mir das gelingt, dann ist es gut. Und wenn es mir nicht gelingt, dann kann ich es halt leider auch nicht ändern. Ich sage immer, jeder Künstler hat einen Papierkorb. Er muss nur die Größe haben, es zuzugeben. Ich kann das. Also ich habe da wirklich überhaupt keine Bedenken, weil ich sehe das auch, das mache ich auch beim Unterricht so, dass ich eher sage, der Weg ist das. Also das Ergebnis kommt von selber. Man muss sicherlich von dem überzeugt sein, was man tut. Und deswegen heißt es aber nicht, dass man sagt, ich bin fertig, ich bin gut. Und das ist eine Sache, die eine Grundvoraussetzung dafür ist, wenn man als Künstler von seinen Sachen, die man herstellt, sage ich jetzt mal, auch leben möchte, dann muss man eine Qualität haben. Aber die muss sich immer weiterentwickeln. Die muss sichtbar werden, aber sie muss sich immer noch weiterentwickeln. Und wenn das gelingt, dann bin ich froh. Aber es gelingt auch mir nicht. Das möchte ich gleich allen sagen, die auch Aquarelle malen und manchmal verzweifeln. Nicht bei jedem Blatt. Das wäre toll. Oder vielleicht nicht. Vielleicht wäre es dann langweilig, weil dann würde man einfach nur sagen, man wiederholt sich ständig selber, man arbeitet so nicht mehr, auch man lässt die Intuition auch nicht zu. Also weil vieles passiert ja beim Aquarell eigentlich eher, also für mich ist es so, dass ich sage, ich habe eine Grundplanung im Kopf, wie das Bild aussehen soll, sei es der Farbklang, sei es diese Dinge. Und das kann man in einer gewissen Form kontrollieren mit den Farben, die man nimmt, aber man kann es halt nicht ständig kontrollieren. Und der Zufall spielt halt, wie gesagt, mit. Naja, es gibt bei mir so ein Grundthema, was ja über meinen ganzen Arbeiten schwebt und so ein bisschen mein Credo geworden ist. Das ist dieses Lebendig ist wichtiger als richtig. Und es ist halt einfach so, dass ich mich mit dem Aquarell hauptsächlich mit Städtemalerei und mit der Landschaftsmalerei beschäftige. Alle anderen Themen auch, außer im Prinzip, sage ich mal, der Akt, den lasse ich mehr oder weniger raus. Und es ist halt einfach so, diese Lebendigkeit erzeuge ich beim Aquarell halt auch in der Städtemalerei, zum Beispiel ohne Menschen. Also ich sage das oft sehr gerne, malt lieber Schornsteine auf die Häuser, dann wissen die Leute, die sich die Bilder anschauen, auch, dass da Menschen drin leben. Ihr müsst nicht unbedingt einen Mensch dazu malen. Es ist auch unheimlich schwierig. Ich sage das jetzt mal, nehmen wir mal ein klassisches Motivthema, nehmen wir mal das Thema Venedig, wo ich lauter Gondeln habe, wo ich lauter Sachen habe, die Brücken habe. Und ich kann alle Gondeln malen, ich kann alle Brücken malen, aber setze ich in die Gondel einen Mensch, dann kann es ganz schnell abgleiten und zu nur schön und nur dekorativ, also Kitsch in Anführungsstrichen werden. Und das versuche ich eigentlich eher zu vermeiden. Und ich denke, in den Bildern, die sind lebendig genug, ist es auch nicht notwendig. Also ich glaube, denke, oder ich versuche zumindest, dass die Leute eigentlich wahrnehmen, man kann da drin leben, da pulsiert das Leben, da leben die Menschen. Und wenn mir das gelingt, ist das Bild für mich auch, für mich selber dann auch gelungen. Und das ist mir persönlich ganz wichtig. Ansonsten ist es so, dass ich natürlich immer sage, man muss auch vor Ort gewesen sein, das, was man malt. Das ist also so ein Ursprung. Man kann nicht jedes Jahr, also ich mache es ja fast jedes Jahr, dass ich in Venedig bin. Ich bin auch in London oder ich bin auch in anderen Städten.
Aber man fährt natürlich trotzdem nicht jedes Jahr. Dann gehen natürlich auch Zeichnungen, Skizzen, Vorlagen. Aber es geht heutzutage auch das Foto. Man muss einfach tatsächlich natürlich diese Atmosphäre einmal aufgesaugt haben, dann ist sie da. Man muss dem auch nachspüren und nachgeben. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man das auch ruhig von zu Hause oder im Atelier vervollständigen. Es ist bei mir auch so, dass es Sachen gibt, die vor Ort komplett fertig werden, Sachen gibt, die halb fertig werden, auch gar nicht fertig werden, aber die werden dann im Atelier weitergearbeitet, bis es einfach so einen Abschluss findet, bis ich für mich so eine Zufriedenheit finde. Und wie gesagt, diese Lebendigkeit ist. Und wir haben ja sowieso beim Aquarell als Medium der Malerei ja nach wie vor, es ist viel besser geworden, weil es mittlerweile auch in der öffentlichen Wahrnehmung doch zum Glück sehr viele gute Aquarellisten gibt. Aber es ist natürlich so, dass das Aquarell immer noch leicht behaftet ist mit der Sache, es muss alles seicht, locker und hell sein. Und wenn man davon ein bisschen wegkommt und den Leuten das auch zeigen kann, dass Aquarell auch genau das Gegenteil sein kann, dann finde ich das wunderbar. Und dann bin ich zufrieden und zum Glück gibt es Leute, die mittlerweile darüber auch zufrieden sind, dass es das gibt. Wie gesagt, also das zweite Standbein, mit dem ich mich auseinandersetze, oder das zweite Medium, ist die, in der Druckgrafik die Radierung. Und da in der Regel mit der Aquatinta, also mit der Farbaquatinta, das heißt von 3 Platten. Und das erfordert für mich im Gegensatz zum Aquarell eine andere Form der Disziplin. Also ich möchte nicht, dass wir darüber reden und sagen, das Aquarell braucht keine Disziplin, das wäre also ganz schlimm. Aber es ist natürlich viel handwerklicher. Und das erfordert handwerkliches Können und erfordert halt Auseinandersetzung mit chemischen Reaktionen. Ich arbeite in der Regel mit Kleinstauflagen, so 25 Stück. Das arbeite ich dann von Zinkplatten und ätze diese Platten dann in Salpetersäure. Und dann muss man sich so ein bisschen so über diese Ätzzeiten und die Verfahren da auskennen. Und die Grundlage auch hierfür, also für die Radierung vielleicht sogar noch insbesondere, aber fürs Aquarell auch ganz, ganz wichtig, ist natürlich auch hier die Zeichnung, weil alles fängt mit der Zeichnung an. Und wir unterliegen ja oft dem Trugschluss, dass wir was mit Farbe füllen können, was wir zeichnerisch nicht erfassen können. Ich denke, das ist der falsche Weg und das merkt man auch immer wieder. Und bei der Radierung fängt es halt mit der Zeichnung an, es fängt dann mit der Strichätzung an und geht dann weiter über die erste Platte und bis dann 3 Platten entstanden sind, die verschiedene Farben haben, die werden dann übereinander gedruckt und ergeben dann das, was man als Ergebnis sieht. Und das Schöne ist, immer wenn man mit dem Drucken fertig ist, ist es eine Überraschung, was du aus deiner Druckpresse rausholst. Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Was mir dabei noch ganz wichtig ist, einfach, wenn man das mal diesen Vorgang miterlebt hat oder sich sehr auseinandergesetzt hat damit, dann kann man das auch sehr wertschätzen, was in der Radierung, also was Radierung eigentlich bedeutet. Wobei es ja das falsche Wort wäre, weil radieren kommt ja eigentlich aus dem Lateinischen radere, reißen. Und wir sind ja heute schon, das ist ja ein Erzverfahren, das ist ja, ich muss ja Flächen erzeugen. Und ich reiße im Prinzip die Farbe, also ich reiße dann nur in den Abdecklack vielleicht noch was rein, was dann zur eigentlichen Radierung führt. Aber deswegen heißt es Farbaquatinta. Diese Sache macht mir genauso viel Spaß wie das Aquarell, bloß ich muss mir zum Glück oder leider immer dafür mehr Zeit nehmen, weil beim Aquarell kann ich sagen, ich hole meine Farben raus, ich hole mein Papier raus und fange sofort an. Beim Radieren muss ich mir ab und zu doch die Vorbereitung machen, dass ich einfach, das kann ich nicht ganz so spontan machen, dann muss ich sagen, okay, ich ziehe mich 4 Tage oder so in die Druckwerkstatt zurück und dann gelingt es auch. Und man ist dann ein bisschen dreckig, ein bisschen schmutzig, das gehört dazu. Ja, also in den beiden Techniken ist es einfach so, dass ich für mich immer auch den Weg dessen sehe, was ich tue und das versuche ich natürlich auch in meinen Malreisen, Workshops weiterzugeben und auch den Leuten sehr bewusst zu machen, die kommen, dass das Ergebnis, wenn es da ist, eine ganz schöne Sache ist, aber nur über den Weg dazu kommen. Und dann diese Auseinandersetzung ist es mit dem, was man tut, die irgendwann zwangsläufig, wenn man es lange genug tut und intensiv tut, auch zum Ergebnis führt. Und das macht mir halt natürlich auch ja unendlich viel Spaß. Also das mache ich sehr gerne und freue mich immer, wenn es Interessierte gibt, die zu den Kursen oder zu den Workshops kommen.